Hier ist was. Das ist ein Stock. Wow. Stock, Stock. Das sind Seile? Okay. So, hier ist wieder was, aber das ist die blutverseuchte Karte. Die haben wir doch schon. Die haben wir schon, ja. Die vielleicht noch irgendwo eine. Ah, hier geht's ja noch weiter. Vielleicht liegt die ja da. Oder die meinen diese Karte mit Schlüsselkarte. Bin mir da jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ob er für die Dings einen Code braucht oder eine Karte. Wir gehen mal in der Höhle hier weiter und gucken mal, was wir noch finden. Ja. Was sagt denn eigentlich unsere Map dazu? Gute Frage. Wow, jetzt haben wir wieder einen komplett anderen Teil angefangen. Ja. Schöner Kiefer von innen. Das ist der Kiefer meines Feindes. Zu Koffer. Das heißt, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Wenn die Koffer zu sind, waren wir hier noch nicht. Ja, oder die sind nach einer Zeit auch wieder respawned. Ist das hier zum Sprengen? Soll ich mal ausprobieren? Brauchst du eigentlich nicht so. Wenn da das Symbol nicht ist, kann man das nicht sprengen. Okay. Die Regel hat sich bisher bestätigt. Ah doch, hier waren wir schon mal. Hier ist ein Teil zum Tauchen. Haben wir hier schon getaucht? Ja. Wir sind hier quasi rausgekommen aus dem Tauchloch, als wir eine andere Sache, die wir markiert hatten, zum Tauchen erforscht haben. Ja, hier geht's zum Beispiel auch weiter. Alter. Sniff, sniff. Alles meins. Hatten wir das schon probiert, die Keycard in die Hand zu nehmen und dann... Nein, haben wir nicht, ne? Weiß ich gar nicht, ob wir das ausprobiert haben. Sollen wir zurückgehen oder sollen wir hier weitergehen? Ich würde sagen, erstmal weitergehen, oder? Oder willst du nochmal kurz in deinem Forum gucken? Ja, ich würde jetzt... Warte mal... Ja. Es gibt auf jeden Fall mehrere Keycards. Okay, es gibt anscheinend eine goldene Keycard und eine normale Keycard. Okay, wo kann man denn die goldene Keycard herbekommen? Warte. Ich lese.
Ah. Ja. Das ist die goldene Keycard, ne? Du hast gesagt, es gibt zwei, ne? Ja. Es gibt die goldene und die normale. Ja. Ich weiß, wo man die goldene herkriegt. Wo? Da müsste ich jetzt ein bisschen spoilern. Nee. Ist das was, wo wir noch nicht waren? Ja. Das heißt, wir müssen erst quasi weiter. Da kann ich mir nämlich denken, dass wir dann in den Trichter erstmal müssen. Richtig. Da wieder raus und dann zum Boot zurück mit der goldenen Keycard und dann wieder in den Trichter. Weil in dem Boot ist bestimmt was, was wir brauchen, um im Trichter weitermachen zu können. Das weiß ich nicht. Aber die goldene Keycard findest du nach dem Tauchbereich im Trichter, ja. Okay, auf zum Trichter, wir müssen zurück. Wow. Okay, dann aber erstmal ab nach Hause und auffrischen. Getrocknetes Fleisch mitnehmen, genau. Ja, essen, trinken, extra kauen und alles mitnehmen. Werbung, bung, bung, bung. Warte, ich muss mal kurz ein paar Schokoriegel inhalieren. Ja. Durch die Nase. Du weißt ja nicht, ich habe ja mit denen so einen Deal am Laufen. Ich krieg so jedes Mal, wenn ich dann sag, so 10.000 Euro, also alles gut. Nice. Ja. Essen, trinken, extra kauen, essen, trinken, extra kauen. So, kating, kating, kating. Boah, wenn das so einfach wäre, ne? Ich würde mir ein Makro programmieren, Alter, und einen Chip in den Nacken pflanzen, dass ich das alle 3 Sekunden sagen kann. Alter, wenn ich wüsste, ich krieg für so eine Scheiße 10.000 Euro, dann, Alter, brauche ich keine Mikrochip, ich mach das von alleine. Ist das richtig, wo du langläufst, oder müssen wir hoch hier? Nein, hier sind... Nein, das ist nicht richtig, wo ich langlaufe. Warum sagst du denn, dass ich langlaufen soll? Ist doch falsch. Was, Digga, was? Oh, und hast du jetzt Alkohol getrunken. Wie im Real Life. Gehst zum Waschbecken, willst Leitungswasser trinken? Aus Versehen kommt da Jack Daniels raus. Aus Versehen, Alter. Jack Daniels Pipeline. Oh. Pipeline, okay. Nicht einfach nur eine Leitung, sondern direkt eine Pipeline. So Durchmesser, 3 Mann stark, so 4,5 Meter. Easy. Ja, na, wenn ich einen guten Tag habe, dann mache ich 2 Jack Daniels Flaschen an einem Abend leer. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Und ich kann auch gerade auslaufen und ich kann auch vernünftig sprechen. Ich weiß immer noch nicht, ob das gut ist. Ich hoffe auch, das ist gut. Und wenn ich schon die dritte Flasche anfange, dann wird's kritisch. Ich hab jetzt gerade GTA 3 Flashbacks, ich weiß auch nicht warum. Okay. Verwirrung. Ja. Weißt du denn, in welche Höhle wir gleich müssen, um in den Trichter zu kommen? Leertaste, dann. Ah, wie geil! Nee, das geht nicht. Wie hast du das gemacht eben? Warte mal. Wie hast du das gemacht? Leertaste. Ah ja, es geht! Es geht! Ja! Ja, es geht! Wie geil! Nie wieder Fallschaden, Alter. Fick dich. So, essen. 1, 2, 3. Wir haben Freunde. Ja, scheiß auf die Freunde. Was passiert da? Ich gehe auf die Aussichtsplattform. Ach du Anzug. Scheiße! Was denn? Siehst du das? Nein, ich bin im Haus. Digga, das ist doch nicht normal. Siehst du das? Was ist das so? Alter. Alter, bitte nicht. Oh nein! Alter, bitte nicht! Was ist das? Was ist das? Das fügt sich wieder zusammen.
Ich hab gehört, wir gehen doch nicht in den Trichter. Oh, wir müssen hier weg. Das Ding haut gerade alles klumpig, ne? Das weiß ich schon. Ja, aber das kommt hier nicht aufs Wasser. Was ist das denn für... Alter, das... Sieht aus wie eine... Es kann fliegen! Das, es kann fliegen! Das, was? Was? Oh, es kann fliegen! Eins davon ist hier gelandet. Was bist du? Ah, der ist gestorben. Oh, der hat das Haus zu klump. Oh, bitte nicht. Alter. Wir müssen den vom Haus weglocken, Lukas. Ja. Wir müssen hier raus, hier raus und dann links laufen, damit der vom Haus wegkommt. Sonst macht der alles kaputt, Alter. Ja. Ja. Hase, halt die Fresse jetzt nicht. Es fliegt! Es fliegt! Ich hör's doch! Komm, wir machen eine Wohnung hier. Wo ist es? Du Schürres! Digga, das ist am Haus. Da ist es. Lass das Haus in Ruhe, bitte. Lass das Haus einfach in Ruhe. Lass das Haus in Ruhe. Lass das Haus in Ruhe. Es läuft da genau durch. Lass das Haus in Ruhe. Es macht das Haus gerade kaputt. Ja. Alter, was ist das für eine Gulaschsuppe? Das kann nicht sein. Eins davon ist im Haus. Ist im Haus. Nein, nein, nein. Du bleibst hier. Ich stock das Vieh davon weg. Diese Wurstpackung. Das wird wieder zersprengt. Ja, also es fügt sich gleich wieder zusammen. Kannst du sicher sein. Was ist denn hier los? Haben wir jetzt irgendeinen Entwicklerspaß? Du kannst nicht fliegen, das ist unmöglich. Du kannst fliegen. Oh, Junge. Er hat was zerstört, kann das? Weiß ich nicht. Und wehe, du gibst keine Power-Rüstung, ne? Das sind Würmer. Alter, ich geh kotzen, ne? Kann ich nicht looten? Nein, ich kann dich nicht looten. Could you please not? Hauptsache der Hase, wie der da eiskalt chillt sitzt, ne? Dafür wird er hingerichtet. Alter, guck dir mal an. Kannst du es looten? Nein, nein, aber den Hasen. Was? Man kann Knochen daraus aufsammeln. Oh, bitte nicht, Alter. Oh, bitte nicht. Nein. Attacke! Attacke, solange es nur Würmer sind. Es sind keine Würmer mehr. Es sind noch Würmer. Ihr hässlichen Scheißviecher! Ist das widerlich? Nein, 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 du setzt dich nicht wieder zusammen. Stück Scheiß auf Stelzen, Alter. Drücke das Altenheim, aus dem du gekommen bist, Alter. Geh da mal weg, geh da mal weg. Warte, Sekunde. Ich geh weg. Da, es fliegt schon wieder. Alter, nein, das macht du bist Maikas Mini-Würstchen, du kannst nicht fliegen. Maikas Mini-Würstchen. Du kannst nicht fliegen, aber es tut es. Ja, du bist fast drüber. Ich bin genau hochgesprungen in dem Moment, wo er unter mir hergeglitscht ist, ne?